Es kommen auch Gefangene. Also wenn die denn diesen ganzen Kistenrotz irgendwann mal... Das ist doch nicht wahr. Guckt euch an das... Also wisst ihr, Leute, hier das Lager, ne? Also... Ob ich das Lager hier nochmal leer bekomme? Ist ja unglaublich, was hier ein Scheiß rumsteht. Warum musste ich den ganzen Mist gerade neu kaufen? Warum haben die das nicht einfach verbaut? Na ja, gut. Lagerraum. Wenn nicht anders geht, dann halt so. Jetzt nur an dem Holz liegt's da jetzt nicht. Ich erkenne, dass das hier mal entriegelt werden müsste. Überhaupt wird hier relativ wenig gekehrt. Müsste man eventuell mal... Jetzt habe ich noch einen Hundeführer geholt. Naja, ich meine eigentlich einen Hausmeister, ne? Noch so zwei... Aber generell, wie schaut's aus mit, hier arbeitet keiner. Sollten sie aber mal. Werden wir sie über kurz oder lang eventuell überreden müssen. Wasserausfall? Warum haben wir einen Wasserausfall? Wir haben einen Stromausfall. Gut. Nicht gut, aber okay. Wir nehmen den Strom hier vom Netz. Und klemmen es an diesen Stromkreislauf an. Damit haben wir die Zelle umgeschaltet. Und dann läuft dieser Generator eventuell wieder. Wieso zum Geier fehlt hier eigentlich noch ein Kondensator? Kann man mal das irgendein logischer Mensch erklären? Ich hatte doch alles gebaut. So, komm, reiß die Zelle da ab. So, okay, der ist von diesem Stromkreis jetzt runter. Jetzt könnte es doch gehen, komm, einschalten. Anbleiben. Hohoho. Ja, nee, das war das Gebäude hier, ne? Und das ist noch nicht mal vollständig angeschlossen. Da fehlen noch ein paar Kabel. Ja, gut. Wir haben es hier abgeklemmt. Und sobald die Zelle dann jetzt hier angeschlossen ist, dann läuft der Laden wieder.
So, wir sind, wir hatten es jetzt das erste Mal mit nur einer kleinen Mahlzeit. Wie steht's denn mit dem Hunger? Ja, so voll und ganz zufrieden sind sie nicht. Aber da müssen sie durch. Da müssen sie durch. So, machen wir mit Versorgung weiter. Hier will es ja auch gebaut sein. So, und weiter nach oben durch. Hier einmal Rings um und nach außen ran. Und hier noch so ein quer. Und wir fangen an zu entriegeln, wo die Türen platziert sind. Wir haben nun da uns halt auch teure Zellen rausgesucht, ne? Also mit unserem aktuellen Geld bekommen wir dann eventuell noch zwei solche Blöcke gebaut. Damit kommen wir auf eine Gefängniskapazität von 90 hoch. Und wenn wir damit 90 auch ausgelastet sind, sehr viel mehr Personal kommt da jetzt dann nicht mehr dazu. Ja, dann steigt der Häftlingszuschuss, dann bekommen wir schon Geld. Das würde sich jetzt hier verdoppeln. Ne, wir sind jetzt bei 28. Das heißt, dieser Wert Gut, die Nahrungskosten sind da gerade auch nicht auf dem aktuellen Stand. Ja, und dann kommen noch die Bildungsprogramme dazu. Es wird schon knapp. So, schließen wir den Strom hier nochmal an heute. So, zwei Kabel. Wären es jetzt noch? So ein Kabel wäre es jetzt noch. Da kommt es. Oh, mach doch dem Mann die Tür auf. So. Jetzt hat die Bude hier wieder Strom. Und wie sieht's aus mit diesem... Na? Gut, da haben wir noch Platz. Da sind jetzt vier Zellenblöcke angeschlossen. Da kriegen wir noch ein paar dran. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Was machen die Gefangenen da draußen? Willst du mich verarschen? Warum rennen die da draußen rum? Wo ist das Loch? Ich habe hier zugemacht. Wieso rennen die da draußen rum?
die haben da draußen nichts verloren. Jungens, macht den Rückwärtsgang rein. Hier haben wir wieder so eine Notiz, nicht, ne? The Cashflow, ja? Ist das ein Hinweis auf meinen Cashflow? Wir verlieren jetzt doch jetzt schon zu lange zu viel Geld. Oh, wenn die jetzt hier da draußen ausgebüxt waren. Schafft eure Asche wieder rein. So, bestrafen. 6 Stunden einschließen. Tut mir leid, ich weiß, ihr könnt im Grunde nichts für. Bestrafen, 6 Stunden einschließen. So, sonst noch jemand ohne Fahrkarte? Das ist der Gärtner, der darf in der Tat da außen rumrennen. So, ich sehe jetzt erstmal keinen mehr. Okay. Na, ja, was hast du verbrochen? Ja, nee, aber das Ding, ne? Das reißen die mir einfach hier nicht ab. Auch suboptimal. So, wunderschöne Gehwegsplatten. Und wie sieht's mit dem Block da unten aus? Da wird fleißig gehämmert. Okay, gut, geben wir wieder Gas. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die da rausgekommen sind. Aber sie haben es halt geschafft. Okay. Ja, hier liegen Bücher. Ne? Was ist denn jetzt hier für eine Fehlermeldung? Arbeitsplatz kann nicht erreicht werden. Stehen die jetzt falsch rum da drin oder was? Ach Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Abreißen. 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 So, wir haben's Abend. Schauen wir nochmal. Das Nahrungsbedürfnis ist jetzt sehr hoch. Und steigt, aber er ist heute nicht nur mit Essen, ne? Boah, also dieser Cashflow-Ex kotzt mich so an, ne? Hier ein Tunnel, dann ist aber weit gekommen. Ist das auf einem Wasserversorgungsweg? Nein! Dann ist er echt weit gekommen.
Hier wurden Drogen gefunden. Das war, glaube ich, einer von denen, der draußen rumgerannt war, ne? War ein bisschen am Zaun einsammeln. Ja, ich denke mal, es steht eine neue Razzia an. Oh ja. Es dürfte auch einer von denen gewesen sein. Ja. Da steht eine Razzia an. Ja, jetzt hagelt's gleich Einzelknast. Oh Gott, bei der Razzia muss ja der ganze Scheiß auch durchsucht werden. Na, immerhin lädt sich's hier ein bisschen. Warum hier immer noch tausende von Fernseher überall rumstehen? Wie schaut's eigentlich aus mit der Raumbewertung der Zellen? Da wollte ich mal nachschauen. Raumbewertung. Ist das nicht lecker? Diese Zelle hat eine Wertung von 7 von 3. 10 von 3. Also allzu scheiße sind diese Zellen nicht. Weil klar, sie könnten größer sein. Ach, und da kriegt man jetzt angezeigt, was da alles mal noch so rein könnte. Guck mal an. Da könnte man noch reinpacken. Radio, Fernseher, Duschkopf, Schreibtisch und Stuhl. Donnerwetter. Das heißt, dieser scheiß Gebetsteppich reicht, erhöht gar nicht so wirklich die, den Wert der Zelle. Da hätten sie an einem Stuhl mehr Spaß. Aber ich glaube, das hat was mit einer allgemeinen Raumaufwertung zu tun. Weil hier steht jetzt... Na gut, Bett und Toilette hat ja was mit Minimumvoraussetzung zu tun. Also, naja. Die Razzia ist fast vorbei. Und ich sag mal, da sie innerhalb der Zellen... Na, noch nicht. Wenn die Zellen fertig durchsucht sind, beenden wir die Razzia. Elf Handys bis jetzt. Viermal Drogen, zweimal Zigaretten. Ja, komm. Razzia fertig. Diese Zellen hier sind ja noch gar nicht fertig gebaut.